des Lebens, der Friedhof von Linz. Ein Toter, der verrottet da und hin und wieder kommt mal ein Zahn oder ein Knochen, oder? Und ich habe jetzt keine Mühe, weil ich weiß, Natur, das Leben ist stärker als der Tod. Dieser Friedhof in Linz ist für viele, die hier kommen, ganz eindeutig ein Ort des Lebens und nicht des Todes. Und das finde ich so großartig. Wenn man da reinkommt, plötzlich merkt man, wenn man die Erklärungen kennt, da lebt etwas. Hier in Linz ist eine alte Tradition, wo jede Familie eine Reihe von Gräbern hat. Und dann sind einige Gräber, die schon 40 Jahre alt sind und immer noch gepflegt werden, aber keine bekannten Verwandte mehr haben. Diese Gräber muss man erhalten wegen Bild vom Friedhof. Und dann haben wir abgemacht, diese Gräber weiter zu pflegen und bezahlt die Hälfte die Kirchgemeinde, die andere Hälfte die politische Gemeinde. Linz oder Lantsch, wie die einheimischen Räteromanen sagen, ist eine Bündner Berggemeinde mit rund 500 Einwohnern auf 1350 Metern über Meer. Die Kirche hier ist die älteste Pfarrkirche von Lantsch. Es wird wohl auch erzählt, dass waren Wölfe herum, he? Und ein Wolf im Winter hat ein Mädchen angegriffen. Dann ist man zum Entscheiden, also jetzt müssen wir unbedingt eine Kirche im Dorf haben. Das ist auch praktischer. 1658 wurde die neue Kirche im Dorf eingeweiht. Der Friedhof mit der Marienkirche wird heute sowohl von Katholiken als auch von Protestanten genutzt. Und obwohl bis jetzt noch keine Nichtchristen hier beerdigt worden sind, steht der Friedhof auch Andersgläubigen und Konfessionslosen offen. Und die anderen sind, haben kein Problem mit dem Kreuz, evangelisch und katholisch. Man hat im Jahre 1966 ein Reglement aufgestellt, wo es eben verschiedene Vorschriften gibt. Zum Beispiel, dass nur handgeschmiedete Eisenkreuze aufgestellt werden dürfen. Und wenn möglich, soll man alte, historische Kreuze benutzen. Aber es ist auch möglich, neuere aufzustellen. Das bedarf jedoch der Bewilligung des Kirchgemeindevorstandes. Josef Willimann ist 1951 als Pfarrer nach Linz gekommen und hat sich darum bemüht, dass auf dem Friedhof in Linz im Lauf der 50er Jahre und der 60er Jahre zunehmend nur noch echte Kreuze aus der Gotik, der Renaissance und der Barockzeit aufgestellt wurden. Er ging zum Teil zu den Leuten in die Häuser, entdeckte im Keller oder wo auch immer verstaubte, rostige, alte eiserne Kreuze. Er hat sie hervorgeholt und hat die Symbolik zu deuten begonnen und hat festgestellt, was diese Kreuze alles aussagen über unser Verhältnis zum Tod, respektive zum Leben. Vor Pfarrer Willimann war das ein ganz normaler Friedhof, wie er tausendfach, sage ich mal, zur damaligen Zeit vorkam, mit Steingräbern, mit Steinkreuzen, mit schmiedeisernen Kreuzen, mit Holzkreuzen, da war alles Mögliche da. Also es war praktisch ein namenloser, respektive ein unbedeutender Friedhof. Er war ein Mann mit sehr großem Wissen und hatte eine spezielle Gabe, natürlich die Menschen zu überzeugen. Und das ist ihm vollauf gelungen. Er hatte natürlich anfangs etliche Widerstände zu überwinden. Vor allem, wenn es um die gotischen Kreuze ging, die waren ja sehr einfach. Und viele Länzer waren gewohnt, wenn schon mein Vater, mein Großvater stirbt, muss ein großes her. Und so ging das dann bis 1966. Und da konnte er dann doch dank seiner Überzeugungskraft die Länzer dazu bringen, dass sie ein sogenanntes Regulativ
herausgaben, wo festgelegt wurde, was auf dem Friedhof geschehen darf, welche Kreuze, welche Umrandungen oder eben keine, welche Steine, welche Blumen. Ein Reglement gibt es in dem Sinn, dass Dauerbepflanzungen nicht erlaubt sind. Und die Einheitlichkeit, das war dem Herrn Willemann immer auch ein großes Anliegen. Im Tod sind wir alle gleich. Und niemand soll sich da ein Denkmal setzen oder seinen gesellschaftlichen Status noch präsentieren. Überall eigentlich kommt auch Spontannatur, nicht gepflanzte, nicht Anführungsstrichen von den Menschen gewollte Natur. Und dem würde ich eigentlich gern mehr Raum geben. Und ich habe einige Gräber, wo ich bewusst das zulasse. An denen habe ich fast am meisten Freude. Vom Friedhof redet man ja auch gern von einem Gottesacker. Und dieser Grabhügel versinnbildlicht eigentlich die schwangere Mutter Erde. Aus der sprießt neues Leben hervor. Im Idealfall würde der für mich sogar oben noch ein bisschen breiter sein wie unten. Dass die Menschenform, dass du die noch erkennst. Oder? Das Leben, was heute da entsteht, das wurzelt in dem Toten da unten und verwandelt den Toten und hilft dem Toten zu einer Auferstehung. Das höre ich noch meine Großmutter, die sie mir mal da draußen erzählt hat. Wer schwanger werden will, der geht möglichst viel auf den Friedhof. Wer nicht schwanger werden will, meidet den Friedhof. Warum? Die Hügel hier draußen symbolisieren alle die schwangere Mutter Erde. Also, wenn ich auf den Friedhof von Lenz komme, erster Blick, ich sehe, da ist laufend Schwangerschaft. Die Mutter Erde, die Gaia oder die Demeter, hat offenbar Samen bekommen mit jedem Toten, der da bestattet wird. Und mit diesem Samen gebärt sie wieder neues Leben. Und wenn ich natürlich einen Ort gibt, wo lauter Schwangerschaft herrscht, ist das gefährlich, respektive kann es wunderbar sein. Meine Schwägerin, die ist einigen Jahren gestorben und wurde in diesem Grab, wo jetzt mein Mann liegt, beerdigt. Und die hatte ein Kreuz. Das inzwischen restaurierte Kreuz wird das provisorische Holzkreuz ersetzen. Zu den Aufgaben von Matthias Platter hat es vor seiner Pensionierung als Gemeindearbeiter gehört, die Gräber, die meist mehrfach mit Angehörigen einer Familie belegt sind, quasi als Totengräber für die Beerdigung auszuheben. Im Kopf habe ich das nicht mehr. Aber es sind etliche in den 23 Jahren. Das meiste, da waren 8 in einem Jahr. Wenn eine Erdbestattung ist, dann wird ja die Erde locker. Und das muss ja auch sich ein wenig setzen. Weil sonst, wenn wir sofort den Stein rein würden machen, dann würde auch der Stein kippen. Und darum sollte man so ungefähr 2 Jahre warten, bis man einen Grabstein setzt. Normalerweise sollten sie eine Linie haben, die Kreuzer. Das wäre schön. Hier sind auch nicht mehr alle gleich. Und da habe ich auch schon manchmal Kreuzer gerade gestellt und eine Linie gezogen. Und die Kreuze, die kann man in der Familie weitergeben. Man arbeitet sie auf und beschriftet sie. Die Verwandten von meinem Mann haben mir das offeriert. Ein sehr einfaches, schönes Kreuz. Das habe ich natürlich gerne angenommen. Das war von Anfang an klar, dass mein Mann hier beerdigt wird, dass ich einmal auch dann hier bin. Und auch mit der Abdankung, mit in der Kirche, das ist immer sehr, sehr feierlich. Der Kirchenchor singt die speziellen Lieder, das ist traurig schön, ja. Die Verstorbenen werden also in die Kirche getragen, dann ist ein Gottesdienst.
Und dann wird ein Gebet über den Sarg gesprochen. Und dann begleiten wir in Prozession den Sarg zum Friedhof. Noch vor einigen Jahren wurden sie von vielen Männern getragen. Und jetzt gehen wir mit einem toten Wagen, bringen wir sie hinaus zum Friedhof. Und dann wird dort am Grab den Sarg hinuntergelassen und ein Gebet gesprochen. Und dann mit Weihwasser und Weihrauch das Grab gesegnet. Noch vor Ende des Zweiten Weltkrieges wurde der Friedhof Lenz zum Schauplatz für die Beerdigungsszene in Die letzte Chance, einem der wichtigsten Werke der Schweizer Filmgeschichte. Das erschütternde Flüchtlingsdrama des Regisseurs Leopold Lindberg ging bereits damals mit der äußerst fragwürdigen schweizerischen Flüchtlingspolitik hart ins Gericht. Der Film endet mit einem Hoffnungsschimmer für die Menschen auf der Flucht vor dem Nazi-Terror. Doesn't look much from here, does it? If one didn't know, one would say just a lot of people walking along a road. Yet there are millions of them. Millions from all over Europe walking the very same road. Perhaps someday they'll go back. Yes, they'll go back. Der Schmetterling wird ja hier auch genannt Buller der Nuschiner, ein Herrgottshuhn. Und auch Herrgottsvogel, können sie auch nicht. Die heißen nur hier auf dem Friedhof so. Der bringt die Botschaft des Lebens, das sich nicht zu Tode bringen lässt. Weil der Begriff Tod auf diesem Friedhof ist ein falscher Begriff. An den Schmetterling erinnert die Mandragora als eines der Symbole auf den Renaissancekreuzen. Und der Schmetterling ist natürlich nichts anderes als das Zeichen der Auferstehung aus dem Raupendasein. Die Mandragora, auch Menschenkraut oder Menschenwurzel genannt, ist botanisch bestimmbar, ist ein Nachtschattengewächs. Und dieses Nachtschattengewächs wurde unter anderem auch gebraucht im Altertum schon als Narkotikum. Die Mandragora gilt als ein Auferstehungskraut, weil wer dieses Kraut genießt, hat die Chance, wieder ins Leben zurückzukehren. Gekreuzt kommt sie vor, vierteilig, damit man weiß, die Bedeutung ist zentral, denn sie kommt aus der Mitte des Kreuzes. Das Totenhaus ist manchmal hinten und vorne am Kreuz angebracht, manchmal hat es sogar Türen zum Öffnen. Einmal Eingang von Osten her, werde ich ja geboren, mit dem aufgehenden Sol. Und mit dem untergehenden Sol in Westen nimmt er mich wieder aus dem Haus heraus und führt mich quasi zur Wiedererneuerung durch das Totenreich. Wir haben hier auf dem Friedhof drei verschiedene Stilepochen. Die eine ist die Gotik, das ist die älteste Epoche. Dann kommt die Renaissance und dann kommt der Barock. Die Gotik zeichnet sich aus durch große Schlichtheit. Ganz sicher hat sie den Sonnenring, die Sonnenscheibe in der Mitte, weil eben das ist Zentrum des ganzen Seins. Ohne Sonne, respektive ohne den Sol Invictus, gibt es kein Leben. Dann hat sie an den Kreuzenden hat sie das Moli oder eben den Dreilapp oder wenn man will die Jakobslilie. Es gibt verschiedene Ausdrücke dafür. Und das ist nichts anderes als ein Fruchtbarkeitssymbol. Und dann hat sie manchmal noch ein bisschen weiter unten eine Art Herz als Mittelpunkt, nicht all meiner physischen und psychischen Kräfte. Das ist dann die Gotik, die hat praktisch nicht mehr. Und die Barockzeit
die hat keinen Bezug mehr oder fast keinen mehr zum Symbolwert und schaut nur noch auf die Form. Und deswegen sind die Barockkreuze riesengroß. Und alles, was Gotik oder Renaissance als echtes Symbol da war, wird manieriert, ziseliert. Und am Schluss haben sie ein riesen schmiedeisernes Kreuz vor sich, aber sie kennen die Symbole nicht mehr. Es hat natürlich viele Schmiede gegeben. Und die Kreuze sind von verschiedenen Werkstätten gekommen, aber mit Bestimmtheit auch von dieser Werkstatt. Und mein Großvater hat auf dem Friedhof in Lenz etliche Kreuze auch gemacht. Das Skizzenbuch, aus dem sich sein Großvater Paul Anton Platz hat inspirieren lassen, ist heute noch im Besitz von Roman Platz. Datiert ist das Buch mit 1686. Und die letzten Skizzen sind vermutlich gegen 1820 entstanden. Allesamt kleine Kunstwerke in der Formensprache des Barock. Die Optik von den Kreuzen, die war sehr farbenfroh. Es hatte mit Sicherheit eine Grundfarbe, die vor allem in einem grünlichen, eine Art Schwefelgrün, gefasst wurde. Und die Blattenden, die wurden dann in einer Blattvergoldung gehalten. Wenn ich ein Kreuz restauriere, brauche ich die alten Techniken, die dann auch wieder übereinstimmen mit dem Original. Wenn das Grabkreuz noch eine Farbfassung hätte, dann könnte man das ja nachher wieder so farbfassen, weil man den Befund hätte, wie es früher wirklich ausgesehen hat. Roman Platz wohnt und arbeitet als Kunstschmied und Künstler in Alverneu, eine Gemeinde nur wenige Kilometer von Lenz entfernt. Kunst und Kunsthandwerk treffen sich auch, wenn es um neue Grabkreuze geht. Ein Grabkreuz heute idealerweise sollte so aussehen, dass es der Zeit entspricht, aber vor allem dem Verstorbenen oder der Verstorbenen entspricht. Die Symbolik, die ich verwende, die ist sicherlich anlehnend an die frühere Zeit von der gotischen Sprache über die Renaissance-Sprache und natürlich auch mit eigenen Ideen, die ich in die Grabzeichen hineinbringe. Die einzigen beiden modernen Kreuze auf dem Friedhof stammen von Roman Platz und sie sind nicht unumstritten. Ich habe dort versucht, die Sprache so zu wählen, dass sie nicht in einer allzu modernen Richtung ausarten, aber es war nicht unbedingt sehr einfach, diese zwei Kreuze dort machen zu dürfen. Selbstverständlich sind nicht alle damit einverstanden. Wir haben im Kirchgemeindevorstand darüber diskutiert und sind der Meinung, dass man eben die modernen Kreuze nicht ausschließen sollte. Hingegen müssen sie auch diese Bedingungen erfüllen, die im Reglement vorkommen. Also dass es zum Beispiel von Hand geschmiedete eiserne Kreuze sind. Soll die stilistische und historische Einheitlichkeit des Friedhofs, die wohl einzigartig in Europa ist, Vorrang haben, den Friedhof zu einem Museum machen? Oder sollen auch dem Reglement widersprechende Gegenstände Platz haben, die Zeichen der individuellen Verbundenheit Angehöriger mit ihren Verstorbenen sind? In Lenz scheint man sich mit einer Mischung aus Toleranz und Traditionsbewusstsein gefunden oder vielleicht auch abgefunden zu haben. Dieses Liedes La Baselgia Villa d'Alange wurde geschrieben vom Dichter Pater Alexander Lozza. Und der Text handelt
vom Tod und eben von der Auferstehung. Und dieses Lied hat der Komponist Ernst Bröchin seinem Freund John Duno Simeon gewidmet. Am 16. Januar 1944 wurde dann das Lied im Gemeindesaal in Lenz uraufgeführt, und zwar vom Chor Viril Lange unter der Leitung des Herrn John Duno Simeon, der hier auf diesem Friedhof beerdigt ist. Die Kirche Santa Maria wird 831 zum ersten Mal erwähnt und einige Mauern zeugen noch von dieser karolingischen Zeit. 1505 entstanden dann der spätgotische Chor und das Schiff, wie sie heute noch erhalten sind. Der romanische Turm stammt aus dem 12. Jahrhundert. Die Kirche ist, wie die meisten Kirchen, von West nach Ost ausgerichtet. Also man kommt im Westen hinein, untergehende Sonne. Ich komme aus meinem Leben, das gekennzeichnet ist von Sterben, von Ängsten, von Gebrochenheiten. Und man sucht einen Weg gegen Osten, den Weg der aufgehenden Sonne, die wieder Hoffnung macht. Sie haben an der linken Wand in drei Registern die Reste des Rezünsermeisters, in denen Geschichten, ausgewählte Geschichten aus dem Alten und Neuen Testament gezeigt werden. Im obersten die Schöpfungsgeschichte, also das Werden des Menschen. Im mittleren Bildstreifen die Jugendgeschichte von Jesus. Und im untersten Teil dann die Passionsgeschichte. Das ist der Christophorus. Also außen haben sie den Christophorus, innen manchmal eben auch. Der ist dieser Schutzheilige für die Leute auf den Wegen. Und er wurde immer groß gemalt außen, dass man ihn schon von Weitem sieht, wenn man nicht in die Kirche hineinkommt. Es ist einfach die Idee, dass man die Leute nicht zwingt, sozusagen in die Kirche zu kommen. Man weiß nicht, jeder hat jetzt Zeit, aber man gibt ihnen die Gelegenheit, im Sinne der Schnellandacht einen Moment innezuhalten auf dem Weg. Denk an Christophorus und geh vertrauensvoll deinen Weg. Südöstlich vom Marienhügel mit dem Friedhof liegt der Botalotz, ein Hügel, auf dem 500 vor Christus Kelten angesiedelt waren. Bereits sie beerdigten ihre Angehörigen auf dem heutigen Marienhügel, der auch Dachsen und Murmeltieren als Ort für den Winterschlaf diente. Der Legende nach sollen zur Tag- und Nachtgleiche sowie zur Wintersonnenwende beide Hügel gleichzeitig für einige Sekunden von der Sonne bestrahlt werden. Ein magischer Ort. Das hat den Menschen Hoffnung gegeben, dass wenn sie mit dem Tod den Körper der Erde übergeben, dass aus dieser Erde, dass auch da wieder neues Leben hervorsprießen wird. Weniger magisch, aber deswegen nicht weniger lebensnah, sind Lausbubengeschichten um das ehemalige Gebeinehaus neben dem Eingang der Kapelle. Weil es abgelegen war, haben auch die Kinder und Jugendliche, die hier kamen, auch so Knochen genommen und damit heimgenommen als Andenken oder damit sogar gespielt. Da haben wir Schädel herausgenommen, möglichst die kleinsten, die es gab, und haben mit denen Fußball gespielt. Wir haben das natürlich niemandem erzählt, weil wir gewusst haben, das hätte Unheimliches abgesetzt. Pfarrer Willimann hat das Gebeinehaus dann aufgelöst und die Gebeine auf dem Friedhof beerdigen lassen. An und für sich hat es keine Bedeutung mehr. Es ist eine Kapelle. Wir haben ein Kreuz hineingestellt und da kann man hier Kerzen anzünden. Es ist so, dass die Kirche, der Kirchturm und auch der Friedhof im Besitz der katholischen Kirchgemeinde sich befindet. Da das Bestattungswesen Sache der politischen Gemeinde ist, räumt die katholische Kirchgemeinde der politischen Gemeinde ein Benutzungsrecht ein.
Dafür werden sie sich beteiligen an Reparaturen oder Restaurationen unserer Anlage. Einheimische können hier die Kirche für eine Hochzeit unentgeltlich benutzen. Und sonst kann man die Kirche sozusagen mieten. Für Auswärtige verlangen wir einen Beitrag von 200 Franken. Meine Meinung ist, dass der Tod ja zum Leben gehört. Und mit diesem Tod darf man wenigstens ganz kurz auch am Hochzeitstag konfrontiert werden. Das ist eher vor allem Abstellraum. Ungefähr 60 Kreuze haben wir noch. Ja. Das war vorher der einzige Raum, wo man die Kreuze hinstellen konnte. Und nachher haben sie eine Totenkapelle gebaut, vor 10 Jahren. Und dann hatte man unten 2 Garagen. Und dann haben wir gedacht, tragen wir einige Kreuze, die schönsten, da unten. Das ist auch mit dem Haus der Toten hier das Kreuz. Gotisch und Renaissance schon. Wenn ein neues Grab, ein Kreuz aufgestellt wird, dann kommen die Leute und mieten ein Kreuz. Und dann muss man es vorher ein bisschen restaurieren. Für die Miete, wir nehmen 300 bis 400 Franken. Aber sie müssen nachher wieder das Kreuz zurückgeben, der Kirchgemeinde. Etliche Leute haben selber die Kreuze daheim. Und sie nehmen einfach, wenn diese Zeit vorbei ist, dann nehmen sie das Kreuz zurück, behalten es für den Nächsten. Meine Haushälterin hat schon lange ein Kreuz im Esstisch oben eingepackt. Das ist für mich. Allerheiligen. Ein katholischer Feiertag, an dem die Menschen ihre Angehörigen gedenken. Nach einem kurzen Gottesdienst in der Marienkapelle segnet Pater Felicissimo an verschiedenen Stationen des Friedhofs die Gräber. Und nicht nur an diesem Tag ist der Friedhof mehr als bloß eine Ansammlung von Gräbern. Er ist ein Ort der Begegnung, ein Ort des Gesprächs, ein Ort des Lebens. Und spätestens seit den Kelten ist der Marienhügel in Lansch, Lenz, auch ein magischer und mythischer Ort. Sie sahen ein Ort des Lebens, der Friedhof von Lenz. Sie können diese Sendung in unserem Online-Shop herunterladen.